Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Es geht weiter. Wir sind hier ein paar Sekunden, nachdem ich die letzte Folge beendet habe. Und ja, hat direkt wieder einer angebissen. Und ja, wir machen weiter hier bei unserem Live-Turnier, unser Online-Turnier. So, das hat jetzt nicht so hingehauen. Perfekt. So, dann können wir eigentlich Köder. Können wir die auch bestücken? Nee. So, die 1. Nehmen wir mal ran. Genau, schön zu mir. Oh, aufpassen. So, haben wir ihn. Und damit sind wir schon auf Platz 96. Das ist ja auch ein Prachtexemplar. Common Carp. Und damit haben wir Level 7 erreicht. Wunderbar. 248 TP. Interessiert mich, wie viele TP wir jetzt schon haben. So. Wollen wir es nochmal wagen mit der Futterrakete? Können wir ja mal hier so diagonal hinwerfen. So, keine Zeit. Wir müssen Fische reinholen. Der ist, glaube ich, kleiner. Aber der kann auch ganz schön ziehen. Aber ein bisschen kleiner ist er wohl schon. Ja, süß. So, mach hin. 1,8 Kilo. Doof. Da wollte ich gerade umgreifen und dann war das, war doch der hier, ne? Aber wir haben schon fast 50 Kilo Fisch geholt. So. Werfen wir auch nochmal neu aus. Schöner Wurf. So, und dann können wir kurz warten, ne? Aber geht ja immer relativ schnell. Aha. Wollte gerade sagen. So, komm schon. Ach komm. So, das ist ein bisschen tief, glaube ich. Ah, hat aber trotzdem noch gereicht. Aber gezählt hat er, glaube ich, wieder nicht, ne? Also manchmal zählen die nicht. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Aber solange die TPs geben, bringen sie uns ja trotzdem ein bisschen weiter. So, die 2.
So, haben wir ihn? 60,2 Kilo sind wir jetzt. Ja, der sieht aber mehr aus als 2-3 Kilo. 5 Kilo. Haben wir da echt 5 Kilo eben drauf bekommen? Weiß ich jetzt nicht. 91. Platz. So, die 1 brauchen wir. So, der ist kleiner. Ja. Ist jetzt nicht mini, aber auch nicht so riesig. So, komm. Ah, der ist 2,40 Meter tief drin. Sauerei. So, bleib schön hier. Haben wir ihn. So, haben wir aber auch wieder nichts drauf bekommen, ne? 60,2. Da ist die Freude verhalten. Also so auf 180 müssten wir schon kommen, wenn wir da theoretisch nach den ganzen Sessions dann vorne mit bleiben möchten. So, und da haben wir jetzt auf einmal 6,8 Kilo. Ne, warte, haben wir 60,2 gehabt? Keine Ahnung, vielleicht wird das auch, werden auch immer zwei zusammengezählt und dann wird das aufaddiert, keine Ahnung. Ist egal, trotzdem 67 Kilo. Ne, die 1 ist es. Entschuldigung, nicht gesehen. Scheint ein bisschen stärker zu sein, der Gute. Ach, die Sau, ey. Leck mich. Klasse Wurf. So, das ist ja noch ein Baby. 1,5 Kilo. Gut, dann haben wir jetzt gerade wieder ein bisschen Ruhe. Wir können theoretisch hier die 3 nochmal neu auswerfen. So, die 2 ist davon, dabei davon zu schwimmen. Und an der 1 ist, glaube ich, auch jemand. Jawohl. So, dass das nicht die Fische verschrecken soll, ne? Ist mir echt ein Rätsel. So, der ist ein bisschen weit weg. So, 38, 37... 36. 3 Meter soll das Ding hier tief sein. Wer glaubt das denn?
So, können wir auch so machen. So, der wurde jetzt nicht raufgerechnet. Der wird wahrscheinlich dann beim nächsten dann mit raufgerechnet. So, die zwei, die hatten wir vergessen auszuwerfen. So, die 3 war so lange still. So, das ist die 2. Komm doch zu mir, Fisch. Okay. Lassen wir den kurz. Kümmern wir uns um den hier. Na, was? Ach, komm schon. Ich hab's doch gerade ein bisschen gelockert. So. Probieren wir nochmal die 2. Vielleicht ist er mittlerweile eingeschlafen. Oder ist er nicht? Ganz genau. So. 83. Platz, 75,8 Kilo. So, ich würde sagen, Fisch 1 ist weg. Und den werden wir wohl nicht mehr wiedersehen. Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt gerade eine ganz gute Gelegenheit, hier nochmal ein Päuschen zu machen, Leute. Nächste Folge geht's hier weiter beim Eurofishing. Bis dann!